Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich darf mich bei den Organisatoren ganz herzlich bedanken für die Einladung. Ich werde also über die Transformation der Antriebe ein bisschen berichten. Ich darf zu meiner Person sagen, ich habe also als Forscher 4 Jahre auf der Entwicklung von E-Fuels gearbeitet, 12 Jahre im Bereich Entwicklung von Wasserstoffantrieben und bin jetzt Direktor von dem Helmholtz-Institut für Batterieforschung in Ulm. Es ist heute Morgen auch schon mehrmals angeklungen, dass man die verschiedenen Antriebsarten ja unbedingt auch ganzheitlich betrachten muss. Das heißt, man muss irgendwie die ganze Lebensdauer von so einem Antrieb berücksichtigen, was er an Treibhausgasemissionen verursacht. Und ich habe dazu ein Diagramm hier mitgebracht. Das ist jetzt im Sommer gerade veröffentlicht worden vom International Council of Clean Transportation. Und das zeigt eben, welche Antriebsarten, welche Treibhausgasemissionen mit sich bringen. Da sehen Sie, da gibt es also höhere Balken in diesem Diagramm, da gibt es niedrigere Balken. Die höheren Balken, die gehören zu den Verbrennungsmotoren, Verbrennungsantrieben. Die niedrigen Balken, das sind die elektrischen Antriebe. Da sehen Sie 2 mit diesen gelben Zwischenbalken. Das sind die batterieelektrischen Antriebe. Und die anderen beiden sind die Wasserstoffantriebe. Unter den 4 Balken rechts ist dann einer, der ist ein bisschen höher. Das ist der Wasserstoffantrieb, wie er im Augenblick aussieht. Und der ist deshalb natürlich so hoch, weil wir im Augenblick keinen grünen Wasserstoff haben. Der grüne Wasserstoff ist Grundvoraussetzung für den klimafreundlichen Betrieb der Brennstoffzelle. Das wäre dann also der Balken ganz rechts. Dann ist es in der Größenordnung von einem batterieelektrischen Antrieb. Aber im Augenblick kommen 96% des eingesetzten Wasserstoffs aus der Umwandlung von Erdgas. Und das bringt eben hohe Treibhausgasemissionen mit sich. Das Problem ist ein bisschen, dass sich das auf absehbare Zeit voraussichtlich nicht ändern wird. Es gibt die nationale Wasserstoffstrategie der Bundesregierung, die sieht bis 2030 die Erzeugung von einer gewissen Menge an Wasserstoff vor, von einer großen Menge eigentlich. Aber das wird gerade mal ausreichen, um die deutsche Stahlindustrie mit Wasserstoff, mit grünem Wasserstoff zu versorgen. Da ist also weder für die Chemieindustrie noch für den Verkehr auch grüner Wasserstoff übrig. Und das ist ein besonderes Problem, wenn wir zum nächsten Punkt kommen. Das ist nämlich die Frage, wie können denn E-Fuels beitragen, unsere Klimaziele zu erreichen. E-Fuels sind ja auch mehrmals erwähnt worden heute. Nur noch mal ganz kurz. Das würde man also so machen, dass man aus der Atmosphäre Kohlendioxid einsammelt und dann mit Wasserstoff, den man mit grüner Energie durch Elektrolyse, also Spaltung von Wasser erzeugt hat, zur Reaktion bringen. Und dann bekommt man eine Flüssigkeit, die kann man verwenden, wie zum Beispiel Diesel, in den bekannten Anwendungsfällen. Das Problem dabei ist, also einerseits müssen wir nicht nur den Wasserstoff aus grüner Energie erzeugen, wir haben im Augenblick eher einen Mangel an Energie aus dem Bereich, wir müssen auch das CO2 in irgendeiner Weise bereitstellen und das ist auch nicht ganz einfach, wie wir sehen werden. Derzeit ist es auch noch so, und das kann ich jetzt als Forscher vielleicht einfach mal so sagen, es ist noch ein gewisses Potenzial drin, das ist aber nicht mehr allzu hoch, wir sind schon relativ nah an den theoretischen Werten. Derzeit ist es so, dass für die Produktion von einem Liter E-Diesel nach den neueren Daten etwa 27 Kilowattstunden elektrische Energie benötigt wird. Was sagt uns das? Also wenn wir jetzt sagen, ein Diesel-Pkw benötigt 6 bis 7 Liter, um 100 Kilometer weit zu fahren, dann bräuchte ich also 160 bis 170 Kilowattstunden elektrische Energie, um das zu ermöglichen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele von Ihnen bereits elektrisch fahren, aber ich kann Ihnen sagen, mit dieser Energiemenge kommen Sie mit dem Elektrofahrzeug 1000 Kilometer weit. Ja. Und das ist in Zeiten, wo man sich entscheiden muss, wie man mit der eh zu knappen erneuerbaren Energie umgehen kann oder muss, ein wichtiges Entscheidungskriterium.
Ein anderer Punkt ist natürlich, Sie stecken diese E-Fuels nach wie vor in Verbrenner. Das heißt, Sie haben die mit dem Verbrenner ja üblicherweise verbundenen Nachteile, wie die lokalen Emissionen nach wie vor Ort. Und im Augenblick, ist auch schon angeklungen, sind sie relativ teuer. Eine Tankfüllung würde im Augenblick 300 bis 400 € kosten, ohne Steuern allerdings. Es gibt deshalb Anstrengungen, weil wir es hier vor Ort nicht schaffen werden, ausreichend E-Fuels bereitzustellen, auch auf absehbare Zeit nicht, wie gesagt. Gibt es Anstrengungen, sowas in sonnenreicheren oder windreicheren Gegenden der Erde zu machen? Es ist heute Morgen von Porsche gezeigt worden, dass es da ein großes Projekt gibt, um vor allem die eigene Flotte klimaneutraler zu machen. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt verschiedener Partner, inklusive Siemens Energy. Da wird genau das gemacht. Man möchte elektrische Antriebsflüssigkeiten entwickeln, zum Beispiel Methanol. Und die Ziele dabei sind, dass man im Endausbau etwa 550 Millionen Liter von diesem Kraftstoff pro Jahr erzeugen möchte, per Windkraft als Ausgangsmedium. Da gibt es aber noch so ein paar Fragen zu klären. Oft sind solche Erzeugungsprojekte adressiert für Gegenden, die besonders heiß sind oder trocken oder wo der Wind weht, wo es wenig Wasser gibt. Wir müssen aber berücksichtigen, dass wir vor Ort für die Elektrolyse, um den Wasserstoff zu erzeugen, 9 Kilogramm Reinstwasser benötigen, um 1 Kilogramm Wasserstoff zu erzeugen. Das nächste ist, wir brauchen Kohlendioxid, was wir aus der Atmosphäre bekommen müssen. Das größte Projekt, was mir bekannt ist, läuft im Augenblick in Island und es hat eigentlich eher gezeigt, dass es sehr, sehr aufwendig ist, Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu gewinnen und auch die Mengen, die man da bekommen kann, sind eigentlich eher gering. Ja, das heißt, auch der Energieaufwand hier ist noch nicht ganz klar. In der Summe kann man sich natürlich fragen, was kommt am Ende dabei heraus? Wir haben diese 550 Millionen Liter. Das klingt natürlich als eine ganze Menge. Aber wenn wir berücksichtigen, dass der Kraftstoffverbrauch in der BRD derzeit bei 47 Milliarden Liter pro Jahr liegen, können wir also sagen, dass wir mit diesem riesigen Projekt es schaffen werden, gerade mal 1% unseres Kraftstoffbedarfs zu decken. Das heißt, die Absicht, mit diesem Weg Klimaziele auf absehbare Zeit erreichen zu wollen, ist illusorisch. Das ist einfach nicht machbar. Vielleicht im Jahre 2040, das können wir noch nicht voraussagen, aber jetzt die Bestandsflotte damit, ich sag mal, zu rechtfertigen, dass wir hier plötzlich grüne E-Fuels bereitstehen hätten und dass man nur die politischen Weichen stellen müsste, das ist, glaube ich, nicht ganz gerechtfertigt, weil es fehlen die technischen Voraussetzungen. Und da können Sie auch als Politiker nichts machen. Es wird deshalb viel über alternative Antriebe gesprochen. Das sind im Wesentlichen die elektrischen Antriebe. Da gibt es im Großen und Ganzen 2 Optionen. Wir haben den bereits angesprochenen batterieelektrischen Antrieb. Das läuft also so, dass man dann Sonnen- oder Windenergie sammelt und dann direkt in die Batterie einspeist. Das ist ein recht direkter Weg, ohne große Verluste. Dann gibt es den zweiten Weg, wo man die Batterie praktisch ersetzt durch einen chemischen Speicher, in dem Falle Wasserstoff. Und den Wasserstoff, den müssen wir natürlich erstmal herstellen und das ist eine Technologiekette. Das heißt, Sie müssen also neben der Generation dann auch die Umwandlung machen, Sie müssen dann den Transport bewerkstelligen, Sie müssen an der Tankstelle den Wasserstoff auf 1050 Bar hochkomprimieren, auf minus 40 Grad abkühlen, da verlieren Sie alleine 20 bis 30% Ihres Wirkungsgrades nur an der Tankstelle, an der Brennstoffzelle nochmal 50 und am Ende des Tages bleiben Ihnen dann, wenn man es richtig rechnet, etwa 18 bis 20% ihrer eingesammelten Energie übrig, die dann das Rad antreibt. Im Vergleich dazu beim batterieelektrischen Antrieb sind sie etwa bei 70%. Das hat auch dazu geführt, neben anderen Faktoren, auf die ich noch eingehen werde, dass die Batteriefahrzeuge von den Herstellern präferiert werden. Sie sind einfacher herzustellen. Diese ganze Technologiekette stellt sich viel einfacher dar. Und wenn wir mal die Zulassungszahlen uns anschauen oder die Verkaufszahlen hier weltweit, da sehen Sie diese 2 Diagramme auf der gleichen Skala. Links haben Sie die batterieelektrischen Fahrzeuge, BEV, und rechts die Brennstoffzellenfahrzeuge.
Es wird oft gesagt, die Automobilhersteller in Deutschland, die haben das nicht richtig verstanden und in Europa und die Politiker verstehen das sowieso nicht. In Asien ist das alles ganz anders. Da boomt der Wasserstoff geradezu und wir geraten dadurch ins Hintertreffen, wenn wir da nichts machen. Das hat mich wirklich interessiert und ich habe mir mal die Zahlen besorgt für China dieses Jahr, wie denn die Zulassungszahlen oder die Verkaufszahlen im ersten Quartal dieses Jahres aussehen. Da ist es so, dass in China also 273.000 batterieelektrische Fahrzeuge zugelassen wurden und 37 Brennstoffzellenfahrzeuge. Ich sehe da noch keinen Boom, vielleicht kommt er noch. Was man aber auf jeden Fall berücksichtigen muss, sind auch die ökonomischen Aspekte. Und wir haben es hier ja mit einer neuen Technologie zu tun, die jetzt gerade eingeführt wird. Und die Ökonomen wissen, bei der Einführung neuer Technologien gibt es sogenannte Kipppunkte. Und diese Kipppunkte, die sind dann erreicht, wenn in den Verkäufen dieser Technologie ein gewisser Schwellwert überschritten wird. Bei Fahrzeugen spricht man da so von 10-12% etwa. Und warum bezeichnet man das als Kipppunkt? Man bezeichnet es deshalb als Kipppunkt, weil jenseits dieser Verkaufszahlen oder dieses Anteils die Investoren aufhören, in die alte Technologie zu investieren. Das heißt, dieser Wandel, den wir jetzt im Augenblick erleben, der beschleunigt sich nochmal dadurch und wir bekommen eben keine Gerade in der Entwicklung, sondern wir bekommen so eine Exponentialkurve, wie wir sie ja auch in den letzten 2 Jahren ausgiebig zu Gesicht bekommen haben. Das heißt, das Ganze ist erwartbar sich selbst beschleunigend. Und wird dann für die alten Technologien, da gibt es auch einen entsprechenden Begriff, zu einem sogenannten Markttrauma führen, weil die werden dann recht rapide abfallen gegenüber der neuen Technologie. Jetzt komme ich ja auch aus dem Wasserstoffbereich und wenn Sie mich vor 2 Jahren gefragt hätten, wo sehen Sie denn den Wasserstoff in Zukunft, dann hätte ich Ihnen ganz klar gesagt, naja, also die Schwerlast, also da können wir mit Batterien nicht viel machen, da brauchen wir unbedingt den Wasserstoff. Es scheint aber so zu sein, wenn man einfach mal die Realität betrachtet und die Realität sind jetzt einfach mal Firmen, die sich mit diesen Null-Emissionsantrieben beschäftigen, dann stellen sie fest, dass weltweit von 25 Firmen, die solche Antriebe entwickeln, derzeit 20 Firmen bereits batterieelektrische Trucks entwickeln, während 5 weiterhin auf Brennstoffzellenantriebe setzen. Wir werden die möglicherweise brauchen, ganz klar, aber vielleicht eher in Nischenbereichen, weil das Ganze ist auch ein Kostenfaktor und der ist gerade im Schwerlastverkehr ganz entscheidend. Ja, ich möchte jetzt nicht im Detail auf die Hindernisse eingehen, die wir haben bei der Einführung der Wasserstofftechnologie im Verkehrswesen, aber ich möchte vielleicht nur sagen, dass es im Bereich Infrastruktur einiges zu lösen gibt. Das fängt an bei großen Zahlen, wenn wir uns vorstellen, wenn wir viele Brennstoffzellenfahrzeuge auf der Straße haben, hätten wir Probleme, die Tankstellen damit zu versorgen. Auch sind die Tankstellen sehr, sehr teuer. Das ist einer der Gründe, weshalb es so wenige gibt. Für den Nutzer selber ist vielleicht entscheidend, dass ein Brennstoffzellenfahrzeug jetzt von Hyundai zum Beispiel knapp 80.000 Euro kostet. Im Verkauf, in der Herstellung kostet es etwa 110.000 Euro. Und das zusammen mit dem Rest der Kette kann man eigentlich so subsumieren, dass wir etwa um einen Faktor 3 besser werden müssen, um konkurrenzfähig zu werden gegenüber dem reinen elektrischen Antrieb. Und das ist mit ein paar Subventionen oder einer steuerlichen Vergünstigung nicht mehr zu machen. Da müssen sie generell besser werden. Und das Problem hier ist, wir haben ja schon seit 60 Jahren Brennstoffzellenentwicklung in Fahrzeugen. Das Problem ist, dass wir die technischen Möglichkeiten schon weitgehend erreicht haben. Wir können jetzt in der Produktion noch billiger werden, aber nicht mehr viel besser. Bei der Sicherheit ist es so, dass sie generell als sicher gelten, allerdings nur in Anführungszeichen
unter der Voraussetzung der Statistik kleiner Zahlen. Wir haben ja kleine Zulassungszahlen im Augenblick. Wenn wir jetzt zig Millionen auf der Straße hätten, könnte man sich ganz andere Szenarien vorstellen, die unter Umständen auch Showstopper wären, die also so massiv wären, dass sich da solche Probleme ergeben, dass man sagt, das möchten wir in Zukunft nicht mehr haben. Ein großes Problem ist, wie erwähnt, der CO2-Fußabdruck im Augenblick. Und wir verstehen jetzt vielleicht auch ein bisschen, warum sich die europäischen Fahrzeughersteller durchaus da reserviert verhalten, weil es möchte sich keiner eine große Flotte hinstellen an Brennstoffzellenfahrzeugen, wenn es nur grauen oder blauen Wasserstoff gibt, der ähnlich ist von seinem CO2-Fußabdruck. Und wenn er sich damit seine eigenen Flottengrenzwerte zerschießt. Das wird keiner machen und deshalb macht es auch keiner. So, kommen wir als letztes zu den Batteriefahrzeugen. Und wenn wir über Batteriefahrzeuge sprechen, da ist ja dann die Lithium-Ionen-Batterie eigentlich in aller Munde. Und man kann sich schon fragen, warum ist es denn jetzt eigentlich die Lithium-Ionen-Batterie geworden? Wir kennen ja auch noch Nickel-Metall-Hydrid-Batterien, Nickel-Cadmium-Batterien, die älteren. Das liegt einfach daran, dass die Lithium-Ionen-Batterie eine sehr starke Entwicklung gemacht hat. Seit der Einführung im Jahr 1991 durch Sony hat sich der Energieinhalt in der Batterie um Faktor 4 erhöht. Gleichzeitig sind die Kosten um Faktor 18 gesunken. Das ist diese blaue Kurve, die Sie hier sehen. Und es geht weiter. Seit 2010 haben wir eine Kostensenkung um 90% zu verzeichnen und wir haben die Kapazität verdoppelt. Vorhin ist es auch kurz angeklungen und das Kostenziel für 2020 wurde erreicht. Wenn wir über Kosten reden, ist es vielleicht auch interessant, wie sogenannte Kostenkurven aussehen, gerade im Fahrzeugbereich. Und da hat sich ein amerikanischer Ökonom im Jahre 2014 mal gewagt, eine Kostenkurve zu erstellen für Batteriefahrzeuge. Damals war das noch unglaublich teuer. Da hat ein Tesla Model S mit 350, 400 Kilometer Reichweite hat $80.000 gekostet. Und dann hat er gesagt, naja, bei der Technologie erwarte ich folgende Kostenkurve. Die setze ich jetzt mal an. Hat er gemacht, hat es veröffentlicht und die haben ihm alle für verrückt erklärt. Was Sie aber sehen, ist, dass diese Kostenkurve erstaunlich realistisch gewesen ist bisher. Wenn Sie sich den Punkt anschauen beim Jahre 2019, das ist genau der Wert an Kosten, den Sie mit dem Tesla Model 3 finden. Etwas drunter ist der mittlere Preis für einen verbrennungsmotorbetriebenen Wagen in den USA. Und dann haben wir hier jetzt noch perspektivisch für 2022 noch einen Pfeil. Und das ist zufälligerweise auch wieder ein Wert, der genau auf dieser Kurve liegt. Das ist nämlich der prognostizierte oder der angekündigte Preis von einem Nachfolgemodell, das Model 3. Das soll 20.000 € kosten, plus Mehrwertsteuer, minus Förderung sind wir bei 15.000 €. Und dann muss man sich schon fragen, wer kauft denn dann noch einen Verbrenner? Also es ist anzunehmen, dass diese Entwicklung vielleicht schneller geht, als wir es im Augenblick auf unserem Radar haben. Was man auch sagen muss, ist, dass am Ende dieser Kurve wir in einen Bereich kommen, wo dann diese Technik auch nochmal sehr interessant wird für stationäre Speicher, für Großspeicher, sodass wir keine Saisonalspeicher vielleicht mehr benötigen und unsere 100% Erneuerbaren voll sammeln und verteilen können. Dann gibt es natürlich einige Dinge, die in der Entwicklung sind. Kritische Rohstoffe ist ein ganz großer Kritikpunkt und einer davon ist Kobalt. Und ich möchte Ihnen hier nur mal zeigen, dass das bei den Wissenschaftlern, den Entwicklern schon lange eigentlich auf dem Radar gewesen ist. Der Kobaltgehalt im Pluspol, an der sogenannten Kathode der Batterie, ist also kontinuierlich gesenkt worden über die letzten Jahre und mittlerweile fahren schon die ersten Fahrzeuge rum, auch ganz ohne Kobalt. Da zeige ich nachher noch ein Beispiel. Und dieses Beispiel hat damit zu tun, dass wir im letzten Jahr, 2020, ein erstaunlich fruchtbares Zusammenspiel Chemie und Engineering erleben konnten. Und was ist da passiert? Es ist passiert, dass man die Fortschritte in der Fertigungstechnologie dadurch
dazu genutzt hat, die Batterie einfacher und effizienter zu gestalten. Sie sehen hier links auf dem Bild die klassische Form des Batteriepacks im Augenblick mit diesen vielen kleinen einzelnen Zellen, in denen die Speichereinheiten untergebracht sind. Und rechts sehen Sie vier große Zellen, die sich praktisch über das gesamte Batteriepack erstrecken. Und durch diese Ausführungsvariante gelingt es einem, deutlich mehr Speichermaterial in dem Gehäuse unterzubringen und dadurch zum Beispiel die Reichweite um 20% zu erweitern. Gleichzeitig verringert sich laut CATL, die das Ganze hier erfunden haben, der Aufwand für die Fertigung der Batterie oder die Anzahl der Teile verringern sich um 40%. Und das ist natürlich auch ein entscheidender Kostenfaktor, ein weiterer Treiber für die Absenkung. Hier ist so ein Beispiel, das kam letztes Jahr im Sommer auf den Markt von der Firma BYD. Das ist das Flaggschiff, das Model Han, nach einer alten Kaiserdynastie benannt. Und es hat eine völlig neue Batterie drin, die sogenannte Blade Battery. Das sind also so klingenförmige Batteriezellen drin. Damit haben sie es geschafft, 50% mehr Raum auf der Pluspolseite zu schaffen und konnten dadurch ein Material einsetzen, was eigentlich ein super Material ist, was aber bisher abgeschrieben war, weil es zu leicht, zu fluffig, zu voluminös war und man hätte da nicht genügend reingekriegt in die bisherigen Batterieformen. Das ist das Lithium-Eisenphosphat oder LFP. Damit erreichen die 600 Kilometer Reichweite. Sie können das kaufen für etwa 30.000 Euro. Und eins der wichtigen Dinge, wir haben vorhin gehört, dass wir Kosten, Sicherheit und Nachhaltigkeit ganz vorne als wichtige Punkte adressiert bekommen haben. Der zweite Punkt ist, Sie können diese Batterien Nagel reinschlagen, Sie können sie verbiegen, die brennt nicht mehr. Ja, das ist also sehr, sehr sicher. Außerdem sind die Kosten 30% geringer wie die von bisherigen Materialien. Wie gesagt, es entwickelt sich kein Feuer mehr, wenn Sie da die Batterie anknacksen oder zerstören. Was auch sehr gut ist, ist die Lebensdauer. Die Lebensdauer ist etwa 5000 volle B- und Entladezyklen. Das heißt, Sie kommen damit mehr als 2 Millionen Kilometer weit. Und am Ende besteht das Material im Wesentlichen aus Eisen oder Eisenphosphat. Das heißt, Sie haben da auch keine kritischen Rohstoffe mehr drin. Gut, Volkswagen und andere gehen in die gleiche Richtung. Wir erleben so eine regelrechte Materialdämmerung in diesem Bereich hin zu diesen neuen, gut nutzbaren, nachhaltigen Zusammensetzungen, die jetzt auf einmal möglich werden. Und andere Hersteller gehen drauf ein. Tesla hat es jetzt bereits im Model 3, das Model Y wird es auch haben. Renault und Fiat wollen da eigentlich auch einsteigen. So, und als letztes noch der nächste Schritt, das ist nicht das Cell-to-Pack-Design, sondern das Cell-to-Chassis-Design. Da wird man dann die Batteriezellen auch in den tragenden Teilen des Fahrzeugs unterbringen und man erwartet dann nochmal eine Steigerung von 30-40% der Kapazität. So, die letzte Folie, wir haben ein paar Schlussfolgerungen, die ich Ihnen hier zeigen möchte. Ich denke, es gibt einen generellen Trend zu beobachten zur Abkehr von kritischen Rohmaterialien und zur Verringerung der Fertigungskosten. Da sind wir jetzt gar nicht so genau drauf eingegangen, aber hier tut sich ebenfalls eine ganze, ganze Menge. Das schaffen wir durch billigere, häufiger vorkommende Grundmaterialien. Und es gibt große Entwicklungsschritte in Richtung von Fertigungsprozessen mit deutlich geringerem Energieaufwand in der Vorkette, aber auch in der Entwicklung der eigentlichen Batterie. Bei der Chemie erwarten wir eine gewisse Kapazitätssteigerung im Bereich des Pluspols, der Kathode, sagen wir von 10-20%. Deutlich größer wird die Kapazitätssteigerung auf der Anode ausfallen. Da ist zum Beispiel die Firma Varta aktiv in Deutschland. Wir erwarten da 30-40% Kapazitätssteigerung. Unabhängig davon kann man auch die ganze Batterie trockenlegen und mit der sogenannten Festkörperbatterie hätten Sie vielleicht, wir wissen es noch nicht genau, auch 30-40% höhere Kapazitäten. Am Ende des Tages spielt auch das Engineering eine Rolle. Dieses Cell-to-Pack-Design
erlaubt uns Reichweitensteigerung von 20%, sagen wir, die vielleicht auch 30. Und dann haben wir nochmal das Cell-to-Chassis-Design, wo wir nochmal 30-40% Steigerung der Reichweite erwarten können. Ich habe dann am Ende ein ganz einfaches Rechenbeispiel gemacht. Ich habe einfach mal gesagt, ich nehme jetzt mal die aktuelle Batterie von, sagen wir, 400 Kilometer und ich wende darauf diese ganzen avisierten Verbesserungen an, die ja schon teilweise in der industriellen Vorfertigung sind. Und wenn ich das alles übereinander stelle, komme ich am Ende auf eine Reichweite von über 1000 Kilometern. Und die Frage ist natürlich, ob wir das brauchen. Schnellladefähigkeit ist, glaube ich, fast wichtiger. Aber wir werden eine Menge Spielraum bekommen. Wir werden billigere Batterien bekommen. Wir werden sicherere Batterien bekommen. Und wir werden nachhaltigere Batterien bekommen. Damit bin ich am Ende. Ich bedanke mich recht herzlich. Wenn Sie möchten, schauen Sie gerne mal auf unseren Webseiten vorbei. Das Helmholtz-Institut Ulm hier in der Mitte ist also der Ort, an dem ich hauptsächlich arbeite. Es gibt noch andere Webseiten von Verbünden, die mit uns zusammenarbeiten, wie Celeste oder dem Exzellenzcluster Polis. Das ist die untere Zeile. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Herr Fichtner, vielen Dank. Ja, so ist es, wenn man sich einen Professor einlädt, dann bekommt man einen ganz tiefen Blick in den Maschinenraum des batterieelektrischen Antriebs. Herr Fichtner, Ihnen ist nicht bang um die Zukunft der Automobilindustrie, oder? Das hängt ein bisschen von der Automobilindustrie selber ab, wie sie mit den Möglichkeiten umgehen. Ich denke, dass es einige bereits begriffen haben. Es ist nie einfach, von der einen Technologie auf eine andere zu schwenken. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass solche großen Umbrüche auch immer gigantische Konjunkturprogramme gewesen sind. Und das macht mich ein bisschen hoffnungsfroh. Man muss halt die Chance auch ergreifen. Das ist meine Ansicht dazu. Den Wandel als Chance. Aber was machen wir denn jetzt mit der Zeit bis 2040, wenn wir genügend E-Fuels haben? Dazwischen muss ja irgendwas passieren. Naja, ich würde sagen, die Ziele, die ich Ihnen jetzt genannt habe, die werden wir bis 2025 im Wesentlichen erreicht haben. Dann können wir ja schon mal mit Batterien anfangen, bevor die E-Fuels kommen. So machen wir es. Vielen Dank. Ich bin mal gespannt, was davon ich auf 280 Zeichen in Ihrem Twitter-Kanal wiederfinde. Ich freue mich drauf. Okay.